Yo Leute, euer Mr. Pole 484 ist heute am Start. Heute kommt ein Video raus mit dem Brainiac neben mir. Heute werden wir Let's Play with Friends, sieht man ja oben auf dem Schild, zusammenspielen, Minecraft Online. Und ja, ich sag mal, Brainiac, kannst du auch was dazu sagen? Ja, natürlich, hallo, auch mal an meine Zuschauer. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses neue Projekt und auch hoffentlich langjährige Projekt oder einige Folgen lange Projekt. Ja, ihr seht uns zwei jetzt ja hier schon vor dieser tollen Hall, vor dieser schönen Wand mit den vielen Namen. Ich hoffe doch, dass es dann demnächst noch ein paar mehr werden, dann die hier vor der Wand stehen, wenn wir anfangen zu Let's Playen. Im Moment sind es halt nur leider wir zwei, was auch aus persönlichen Gründen zum Teil ist. Aber ich glaube, das langt jetzt für die ersten Folgen erst auch, wenn wir zwei erstmal da sind. gibt auf jeden Fall bestimmt genug aufzunehmen und ja, auch erstmal hier zu zeigen. Ihr könnt natürlich auch wählen, wem ihr zuguckt, ist ja ganz klar. Ob ihr mir jetzt zuguckt, was ich so Schönes treibe oder Schönes kaputt mache oder wie auch immer ich schön sterben sollte. Oder ihr guckt den Polen zu, was der so Schönes macht, dieser Kürbiskopf. Und ja, ich gebe jetzt mal weiter zum Polen wieder zurück, weil ich glaube, er hat auch noch ein paar Worte zu sagen. Ah ja, okay. So, im Hintergrund, also jetzt seht ihr über uns Namensschilder. Einmal hier Mr. Pole 484, genau das bin ich, wie klar. Jetzt halt von Brainiac Seite aus, ja, hier bin ich. Brainiac neben mir, wie man sieht. Dann noch einmal ESG, der kam heute leider nicht. Schade, aber ich glaube, der kommt in der nächsten Folge. Phoenix HDZZ wollte auch noch heute kommen, aber aus privaten Gründen hat er gesagt, ey Leute, tut mir leid, heute nicht. Aber er würde sich bereitstellen, vielleicht am Mittwoch, also am Mittwoch, also am nächsten Tag, also ich nehme halt montags auf und mittwochs immer. Und ja, aber es wird auch so kommen, vielleicht, dass mal vielleicht der Brainiac nicht dabei wäre oder so, aber ich hoffe mal, dass alle immer dabei wären, weil immer zu fünf macht es vielleicht mehr Bock als zu zweit oder alleine, und alleine würde ich halt nicht aufnehmen. Aber ja, Christian konnte ich nicht erreichen, schade, aber er hat sich drauf gefreut, aber egal. Heute werden ich und Brainiac, also Esel zuletzt, Brainiac und ich, die erste Folge drehen, ja. Der Kürbiskopf hat kein Gehirn im Kopf. Und ja. So, also erstmal den Kürbis wegstellen. So, mal wieder in die Ego-Perspektive wechseln. Das genau. Sieht das auch schon viel besser aus. Ja, ich werde natürlich bei meinen Let's Plays werde ich auch ab und zu mal ein paar also Ressource-Packs, also diese andere Packs für die Grafik mal ausprobieren, mal gucken, wie die so aussehen. Und wenn euch da eins besonders gut gefällt, könnt ihr das bei mir auch ruhig in die Kommentare unten reinhauen, weil ich bin auch gern experimentierfreudig. Und ja, gucken wir einfach mal, also generell irgendwelche Anregungen oder Verbesserungsvorschläge etc. etc. einfach direkt reinschreiben und dann werde ich das versuchen bestmöglich umzusetzen. Okay. Ja, ich benutze auch schon ein, also wenn ich jetzt einfach sagen könnte, ich benutze auch schon Texturepack gerade. Das pure BD HD Kraft ist eigentlich ganz gut, so Comic-Style mäßig oder so, kannst du ja anschauen, wenn ich das Video hochlade. Cool, okay. Und ja, musst du mir mal den Link mal schicken, dass ich mir das auch direkt mal dann runterladen kann und dann würde ich das auch als nächstes direkt mal ausprobieren. Also ihr könnt euch ja dann jetzt schon mal im Vorfeld beim Polen dann das Video angucken, wie es dann aussehen wird. Bei mir wird dann das nächste Video dann so aussehen. Und ich weiß nicht, wie viele Let's Plays wir jetzt aufnehmen werden, also wie viele Folgen wir aufnehmen werden. Ich denke mal, unsere Folgen werden so immer so 15 Minuten betragen, denke ich. Und dann ja, könnt ihr euch schon mal... Ja, es wird halt also auch meistens so sein, bei mir also, dass okay, ich einfach die Folge splitter. Ja. Und einfach so die nächste Folge einfach so reinhauen oder so. Also einfach so ohne Intro oder so einfach wieder weitermachen, finde ich. Ja, ja, oder? Genau. Ja, das können wir dann noch nachher intern besprechen, wie wir das machen. So. Da werden wir schon einig werden. Wie ihr im Hintergrund seht, seht ihr ein kleines Stückchen Elend. Aber was? Nein. Das ist sozusagen das Dorfinnere von den Let's Play with Friends City. Genau, was kann man darüber sagen? Genau, ich habe hier einfach alles mal kurzzeitig aufgebaut. Man sieht da hier noch davor den Strand oder so. Also hier schön mit Fackeln ausgelegt. Oh, guck mal, Gruppenbettchen. Können wir kuscheln. Ja. Auf jeden Fall, genau, hier seht ihr das Gruppenhaus, wie Brainiac schon vorher gesagt hat. Ja, Gruppenbettchen.
eigentlich waren es ja vier, aber da kam ja der Christian noch dazu und so. Und ja, Kronen habe ich auch schon mal was aufgefüllt und so. Cool, Also das habe ich cool. noch davor mit dem Phoenix gespielt. Also das war anfangs nur so eine interne Idee und da habe ich gesagt, ey Junge, warum nehme ich das jetzt nicht für Let's Play with Friends auf? Und ja, man sieht hier noch die Tafel, genau, kann man ja mal hochgehen. Und ja, man hat jetzt so eine kleine Übersicht von hier aus. Man sieht ja hier die Farm sozusagen, die vorläufige Farm, dann halt das Haus, die Essensfarm, Genau. also Getreidefarm, und dann kann ich dir noch mal kurz die Mine zeigen. Habe ich dir noch nicht Okay, gezeigt, Mine? ja? Mine hast du mir noch nicht gesagt. Nee, Ja. ich bin gespannt. So, aber die ist auch so 085, 085 Ja, ist ja Ding, alles oder? noch im Anfang. Also man muss ja auch noch ein bisschen nach oben Freiraum lassen, damit wir auch den Leuten hier, damit es denen nicht zu langweilig wird. Genau. Ich würde vorschlagen, dass wir uns schon mal Waffen mitnehmen, weil ich habe dir ja schon erwähnt, dass dass die Zombies halt sehr große Anzahl hier Ja. herkommen. Und ich würde Dann mal sagen, ich. nehmen wir dann das nehme ich mal mit. So. Also ich mach mal kurz hier zwei Schwerter. So. Zwei Schwerter, bitte. Aber so Waffen und so kannst du dir selber machen, oder? Ja, doch, denke ich. Wenn So, ich du dann hast Stein. Stein hätte. Ja, ich habe das Stein gerade genommen, leider. Okay. Jetzt mal zurück. Schwert hast du schon mal, ich würde noch mal eine Spitzhacke mitnehmen. Weil, ich sag dir mal, ich habe was sehr Interessantes gefunden in der Mine. Ja. Ich habe mal ein bisschen hier, also nicht vorgespielt, aber ich habe einfach mal rumgecraftet, also nicht gecraftet, aber in der Mine rumgemeint. Und da habe ich was sehr Interessantes gefunden, ne? Und ich glaube, für die erste Folge ist es ganz gut, dass wir da ja mal ein bisschen rumlaufen dort. Also ist auch ein bisschen Geheimnis, was das sein sollte. Ah ja, alles klar, ich bin gespannt. Ja. So, ich würde mal Fackeln mitnehmen. Essen. Haben wir drei Brote, kann ich schon mal schnell. Fackeln passt. Hast du noch Steine, was? Ich habe die Fackel mitgenommen. Hast du Fackeln mitgenommen? Okay. So, drei Gut. Brote hier schon mal. Wunderbar. So. Darin. Äxte machen, also So. Holzsplitten. Das habe ich mir schon gemacht. Ja? Okay. Jupp. Gut. Dann nehme ich das mal kurz mit. Dann mache ich mir noch eine Hacke. Die Holzspitzhacke. Steinspitz. So, genau, fangen wir mal an, laufen wir mal rüber. Kürbiskopf muss ich eigentlich nicht mitnehmen, aber nehme ich mal trotzdem mit. Hier, einmal hier rum, Esel. Also was es für Tiere jetzt hier schon alles gibt, oder? Ey, ich habe auch schon so lange keinen Minecraft mehr gezockt, ohne Mist. Es ist schon richtig lange her. Ich habe ja zwar auch mal Minecraft Let's Played, aber das ist dann auch irgendwie im Sand verlaufen, weil ich dann auch irgendwie voll die Serverprobleme hatte und nicht mal drauf kam. Keine Ahnung warum. Jetzt im Moment geht's wieder, ja, ich kann den Server auch nur weiterempfehlen, aber Ach, keine geht so. Ahnung. Und dann ja, habe ich halt mit anderen angefangen und dann habe ich da irgendwie jetzt den Faden verloren. Und deswegen finde ich cool, dass wir jetzt hier zusammen das Let's Play machen. Auch mit Okay. mehreren Leuten. Ja, und ich bin krass, also ich finde es geil, dass das auf jeden Fall noch so viel Updates für Minecraft gibt und dass da immer noch was Neues dazukommt, ist immer wieder interessant. Dann, wenn du dann länger nicht gespielt hast und dann da auf einmal so viele neue Sachen siehst. Schon cool. Also jetzt sag ich schon mal, pass auf. Okay. Das kann jetzt richtig turbulent werden. Wir haben Gold. ich habe eine Mine gefunden, ne? Eine verlassene. Das ist richtig cool. Cool. Und ja, Gold. So, können wir mal jetzt erstmal anfangen Na abbauen. toll. Ja, bringt aber ohne Diamantspitzhacke nix. gute Ja. Spitzhacke bringt das nichts. Kohle liegt hier. Würde ich mal abbauen, oder? Ja. Und ja, wir werden es halt so vorstellen. Also jetzt würde ich mal sagen, laber schon mal ein bisschen für die Ja. Abonnenten. Wir stellen uns halt eben so vor, dass wir halt einfach die Folgen aufnehmen und nach so einer bestimmten Limit werden wir. Oh, ich häng fest, ach so, wenig Spinnweben. Musst du auch aufpassen, bei dem Spinnweben, da bleibst du hängen und wirst extrem langsam, wie man Ja, sieht. das kenne ich, die kenne ich noch, ja. Okay. Auf jeden Fall, wir nehmen es halt auf und nach einer bestimmten Zeit würden wir mal sagen, mit der Gruppe versuchen wir dann einmal die Enderaugen zu finden. Also wenn ihr jetzt halt nicht wisst, was Enderaugen sind, das ist halt von einem Drachen. Also wenn ich jetzt was falsch sage, könnt ihr mich ja in den Kommentaren korrigieren.
Und ja, und dann kann man automatisch zu einem Portal kommen und der Portal ist dazu da. Achtung, Spinne, habe ich gehört. Ja, ich habe hier auch gerade ein Spawn-Ding gefunden, wo die Monster spawnen. Also, ich wie heißt denn das nochmal? Ich Mob dachte, Spawner. genau. Stirb. Nein, ich bin vergiftet worden. Was macht das jetzt? Kann ich das jetzt Auf jeden auf. Fall. Ah, gut. Auf hier. Oh, okay. Krass, also ich kenne die Spinnen noch so, dass sie einen nicht vergiften können. Ja, also ich wäre dafür, dass wir jetzt den Mist hier abbauen, weil gefährlich werden. So. Ja, kaputt gemacht, egal. Besser so. Auf jeden Fall, wir werden dann halt gegen einen Drachen kämpfen. Denke ich mal, ist das Highlight. Ja, Und denke ich ja. auch, ja. Hört sich zumindest highlightmäßig an. Ist aber auch richtig schwer. Das ist, kann man schon jetzt sagen. Dafür bräuchten wir Diamantenrüstung und so. Genau. Mal gespannt. Also ich habe es mir auch so überlegt, weil ich habe halt durch andere YouTuber, größere zum Beispiel, habe ich jetzt gesehen, dass sie auch in ihrem Dorf halt so Bauprojekte anfangen, zum Beispiel Leuchtturm oder so. Und da habe ich mir vielleicht vorgestellt, dass wir auch was machen. Keine Ja, Ahnung. gerne. Das hört sich Können wir auch ja cool mal an, ja. ausprobieren, was. Und ja, genau. Mine geht aber richtig tief, sag ich dir. Ja, ich habe Hat mich auch gerade mich. hier in den nächsten Gang irgendwo reingebaut. Bin hier bei der Lava. Okay. Aber Bin ist gerade ein bisschen richtig am toll. Also ich habe die einfach so Kohle per abbauen. Zufall gefunden, ne? Weil ich habe da Kohle gesehen. Und da habe ich mir gedacht, komm, nimmst du die Kohle mit? Und dann auf einmal war halt diese Holztore da. Da habe ich mir gedacht, toll, werde ich mal gleich besuchen und so. Und ja, habe ich mir jetzt aufgehoben für die erste Folge hier. Weil ich wollte eigentlich schon davor ein bisschen rummeinen, aber da habe ich gesagt, nee, ist dann besser, wenn man es aufnimmt. Und ja. Machen. Ja. Bisschen Lava, ein bisschen Lava, so. Natürlich nicht reinlaufen in die Lava, das wäre nicht nur. Dürfen wir uns jetzt bloß nicht verlaufen, Licht. sag ich mal. Das stimmt, ja. Oh, wie heißt das? Lapis Latios, glaube ich, Ja. oder? Ja. Aber Genau, ich was haben wir weiß denn jetzt nicht. hier? Oh, das ist aber viel. Das ist ja Eisenerz. Lapilatius oder. Oder genau, Lapilatius oder sowas, ja. Ich weiß gar nicht, was das man verwendet. Also ich muss mal auch sehr viel googeln, ganz ehrlich, weil ich hab das Spiel auch nicht so. Also ich spiele es halt, aber meistens im Kreativmodus. Ich habe schon abgebaut. Okay. Weiter oder? Oh Gott, mal, wo es hier noch lang geht, hinten. Aber hier ist nichts mehr. Nö, hier ist nichts mehr. Okay. So, gehe ich mal bis. Okay, hier ist auch nichts mehr. Okay. Da Und oben geht's auch ja. nicht lang. Also da hinten. Ne, da hinten geht's auch nicht lang. Ich habe gerade nachgeschaut. Schade. Dann Upsala. kann man auch die Fackel wieder mitnehmen. Auch recht wieder. Da können wir es irgendwie markieren, zum Beispiel. Dazu bauen. Ja, ich baue es mal zu. Schaufel Das dabei? würde Ne, ich. ich nehme Ich habe eine Holzstück Schaufel mal. dabei. Ja? Weil hier ist Erde bei mir. Ah. So. Dann kannst du einfach das die Tür da irgendwie das Tor da hinten oben in Ups, habe ich die abwischen. Fackel abgeholt. Ja, mache ich. Genau hier. Glaube da Ja. lang. So. Genau. So, Fackel mitgenommen. Weiter geht's. So. So, wie läuft's denn? Hier gibt's auch nichts mehr. Nichts. Also ich sag dir jetzt Sackgasse. schon Ah, mal hier oben. so, Ja? dass ich null Orientierungssinn habe. Also müssen wir aufpassen, wenn ich Ja, da. das kriegen wir schon hin, denke ich. Also. Also ich war mal mit Oh. meinem Kumpel, also mit dem Phoenix, war ich auf dem Server Okay. und ich habe ein Tier gehört. Ja, So, ich glaube pass aber, auf. da ist irgendwas in einfach nur in die Lava gefallen. Achso, okay. Ja. Auf jeden Fall war ich halt mit dem Kumpel, also mit dem Phoenix auf dem Server und der hat halt eine Mine gemacht. Und dann hat er halt gemeint zu mir, ja, kannst du für mich was abholen? Und so bin ich halt zu dem gespawnt, also mit dem Teleporten. Und ja, da hinten ist nichts. Und ja, da hat er gemeint, ja, kannst jetzt wieder nach oben gehen. Ja. Oha, okay. Leichter Hast gesagt als natürlich nicht mehr getan. gefunden, den. Nee, also, oh, da geht's tief runter.
So. Ich baue hier gerade noch ein bisschen Eisenerz ab. Aber richtig cool, dass es heute klappt und so. Auch gefreut. Ja, also ich habe mich darauf gefreut auf. Oh, Alter, Ja. guck mal dahinter. Geht's noch viel weiter. Habe mich auf jeden Ja. Fall drauf gefreut. Oh, cool. Oh. Ja, hier geht's einfach weiter. Kohle, Kohle. Ohne Moos nichts Kohle. los. Ja, an Fackeln wird es uns, glaube ich, jetzt im Nichts nicht mangeln. Ja, also wir müssen halt noch dann Bäume Wollte gerade unbedingt eben auch sagen, noch. hast du Holz dabei? Jetzt? Nee, leider nicht. Was ist denn da oben? Da ist nichts Aber mehr. ich hab noch 9 Fackeln. Ah, okay, ich habe 2 Fackeln. Sehr gut. So, da würde ich mal sagen, dass wir langsam uns doch wieder zurück, oder? Nochmal zurückgucken, genau, dass wir nicht wieder hier in der ersten Ja. Folge alles entdecken. Oder unten geht es auch noch weiter. Nein, wir müssen ja zurück. Sonst Geh auch doch vielleicht. daher. Also ich würde mir auch vielleicht noch Schilder machen, denke ich mal, dass man halt so markieren kann oder so. Wo wir Routen oder waren so. und wo Ja. man dann wieder zurückkommt, okay. Nee, Wir da müssen, wollte ich glaube ich, nicht. runter. Ja, Da oben müssen wir. genau. Okay. Da ist Gold, nee. Ich glaube hier entlang, in die Richtung. Lassen. Fuck, Du links oder läufst. rechts? Ich laufe mal hier Ich lang. lauf. Ja, ich lauf da Aber lang. hier, Ja. glaube ich, hier ist richtig, glaube ich, wo ich hier bin. Ja. Jetzt muss ich den ganzen verdammten Gang runterlaufen. Oh. So, genau, hier waren wir. Eben. So, hier runter. Genau, da können wir jetzt auch mal hier zumachen. Über Wasser schwimmen müssen. Achso, ja. Oh mein Gott, ich Und. sehe das Licht am Ende des Tunnels. Ach, da oben, ja. Haben wir jetzt die ganze Nacht da durch gewesen? Ja, sieht wohl so aus, ja. Oh, weil wir sind ja abends Eine Kuh. rausgekommen, ja. Hat die Kuh mir jetzt nichts gegeben, die dumme Doch, Kuh. Ah, hinter da. dir. Du hast, glaube ich, 3 Stück sogar bekommen. Nee, eins. Ah, die Fackel kann man auch hier abbauen, ganz ehrlich. Brücke habe ich auch hier selbst Müssen gebaut. halt dann gucken, dass wir, wenn wir Bäume fällen, dass wir dann auch direkt wieder neue sehen. Also, sonst Ja, sind wenn du irgendwann die die Bäume Blätter weg. schlägst, glaube ich, dann kriegst du auch diese Pflanzensamen oder so. Ja, genau. Und du musst den ganzen Stamm auf jeden Fall abholzen, damit dann da nicht so irgendwelche Baumkronen freischwebend in der Luft hängen. Sonst auch ganz schön blöd. So. So, erstmal das ganze Material wieder hier abliefern, was wir gesammelt haben. Ah, stimmt, ich hatte doch noch was in den Ofen. Genau. So. Wäre auch mal gleich Da das ist noch ganze Erde. Eisenerz abbauen. So. Schiene kann man hier auch reinbringen. Was hast du im Ofen jetzt reingemacht? Oder was machst du in den Ofen rein? Jetzt Ah, habe ich gut, was Eisenerz, reingemacht. ja. Ja, ich Ich habe noch habe mal ein da. bisschen. Ja, ich habe noch davor etwas reingemacht. Also, naja. So, dann gehe ich noch mal kurz zu unserer Getreidefarm, denke ich mal. So. Also wenn, Kann das vor sich hin genau. köcheln, So. Kann man auch nicht okay. sagen. Stimmt, wir müssen noch. Muss man ein Wo haben wir bisschen denn? säen, oder? Unten auf der Getreidefarm ein bisschen abernten, oder? Ja, also hast du Weizen? Weizen? Nee, aber da fällt doch bestimmt Weizen ab, oder? Wenn ich jetzt ernte. Ja, also ich habe hier einen 64er Weizenblock und hier noch Okay. 57 bei mir. Also, wenn du halt Ist hier denkst. auch eine Tür? Ah, cool da. Ja, sogar 2, glaube ich, ja. Weil langsam neigt mein Essensvorrat zu Neige. Oh ja, ich muss doch mal wieder was knabbern, sehe ich gerade. Was man auch noch sagen kann, ist, damals, wenn du halt gefarmt hast oder so, dann ist nichts passiert, wenn du draufgehüpft bist. Aber wenn du jetzt draufhüpfst, dann wird's wieder zum normalen Erdblock. Okay. Ach Wusste so, ich auch noch stopp, ich muss nicht. ja auch erstmal hier. Nee, musst du nicht machen. Wenn die Erde so komisch ist, ist sie schon. Hab jetzt hier. Ach, Quatsch, jetzt, ja, gut, okay, vergiss es. Hab da gerade irgendwie. Ja, ich hab's gemerkt. Ich wollte den Weizen, den ich abgeerntet habe, wollte ich da wieder sehen. Also nichts, wenn ich hier drüber laufe, passiert aber nichts. Aber wenn du drauf hüpfst. Oh ja, Tatsache. Krass. Ja. Wurde auch bei dem neuen Update da gemacht. Hab schon auch so richtig Nicht bewundert. schlecht. Und die So. Dings können wir auch absehen, abernten hier, oder? Die Ja. Kürbisse.
Das wusste ich auch noch nicht, dass du für Kürbisse zwei Blöcke brauchst. Weil ich Ja, habe das hat gedacht. mich in meinem Let's Play damals hat mich das auch gewundert. Ich habe immer noch so, verdammt, warum keine Blöcke? Ja. Warum wachsen die nicht? Und dann, ja. Dann passiert sowas. So, ich Genau. habe 5 Weizen. Warte, warte, ich kann eine Schere machen, Ah, weil hast du unsere Schere? Cool, Tiere. okay. Wir können Ja. ja. Warte kurz, ich muss mal im Internet schauen. Kein Problem. Nicht das. Ja. Aber was kann man mit dem Esel machen? Weißt du, ob man was mit dem Esel machen kann? Du kannst auf ihn reiten. Echt, wie? Das weiß ich. Schere. Aber ich wusste. Ja, ich glaube, ich weiß wie. Du musst, glaube ich, Du musst ihn, zwei glaube ich, erst füttern, oder? Eisenbahn. Tiere? Also wenn die ausgewachsen sind, ne. Weil wenn du sie fütterst, dann werden sie sich nur noch also vermehren sich dabei nur noch. Oh, okay. Natürlich nicht so gut. Also ist ja nicht schlecht. Wir wollen ja hier keine Genau, okay, ich weiß Eselinvasion jetzt schon haben. mal nicht. Ja, unserem ersten Anlauf hat ein Kumpel, also der ESG, hat einfach mal im Game Mode einfach mal so eine Schafsinvasion gestartet. Okay. Naja, das lief Geil. nicht so gut. So, was wollte ich machen? Genau, die Schere noch mal kurz. Irgendwas wollte Und ich auch machen. ja. Ich wollte mal was essen, genau. Das war's. Wir können ja das. So. Und ich wollte hier Waschen. noch das hier abernten. So. So. Langsam muss ich auch mal mein Grundstück bauen. Ich habe Ja, keine genau, Ahnung, das wie hast das du auch, planiert wird. glaube ich, noch gar nicht Ja. erzählt. Also wir machen hier bei unseren Let's Plays, das ist ja jetzt hier quasi unser Gemeinschaftsgrundstück. Und werden hier auf der Insel auf jeden jeder kann sich da dann als ein eigenes Grundstück bauen mit seinem Eine eigenen Haus Schere. und so. Ach ja, genau, die Schere wolltest du machen, genau. Ja, hier. Ah, cool. Sauber. Und ja, wie gesagt, jeder baut halt sein eigenes Häuslein. Und das hier, was wir jetzt hier eben vorgestellt haben, da so. Ist halt mehr so zur Gemeinschaft Das ist schon dienlich. geschert. Das ist schon geschert. Gut, gut, gut. So, da hinten ist So. noch ein Schaf. Wenn du willst, kannst du ja da hinten rennen. Mach ich. Ja, da kannst du. Und ja, dann hast du ja erzählt jetzt gerade und ja, ich werde halt noch mal kurz noch was dazu sagen. Also das ist jetzt halt nicht hier unser gemeinsames Haus, also das wird natürlich hier im Umkreis und die Grundstücke sein. Also Brainiacs Grundstück kann hier in der Nähe sein oder in der Entfernung, weiß ich noch nicht. Also ich denke mal, jeder baut halt erst sein Grundstück ja hier in der Nähe, denke ich mal, oder? Genau, ja, würde ich auch sagen. Also so halt in der Nähe, dass man den anderen auch nicht beim Bauen stört und dass man halt auch dieses Gemeinschaftsding hier nicht irgendwie dann stört, wenn man dann baut. Also wenn es auch mal ein bisschen größer wird, kann es auch größer werden. Und deshalb ein bisschen weiter weg schon, aber nicht so weit, dass man dann eine halbe Stunde laufen muss, bis man beim anderen ist. Aber Da wie hinten gesagt, ist immer noch ein Schaf. so ein Respektabstand, sage ich einfach jetzt mal. Ja. Wo hast du das Schaf jetzt gesehen? Da im Wasser. Ach da, das Schwarze. Ja. Oh mein Gott, darf ich das überhaupt sagen? Ist das rassistisch? Also ich denke mal nicht, dass also dass unsere Abonnenten jetzt so rassistisch denken. Okay, Mein ist Gott, auch aber neu. die. Also, was jetzt auch neu ist, merke ich gerade, du gehst, wenn du im Wasser bist und nicht Leertaste drückst, gehst du unter. Ich glaube, das war vorher auch anders. Ja. Was auch noch neu ist, du kannst dir Teppich machen. Wusstest Den du du auch auf schon dem Boden davon? lebst dann, okay. Also ich habe früher, wenn Nee. ich mir ein Haus gebaut habe, habe ich dann einfach irgendwelche farbigen Wollblöcke genommen. Nee, also du kannst jetzt einfach. Irgendwie funktioniert es gerade nicht. Ach doch, jetzt funktioniert, jetzt funktioniert. So. Kann ich mal hier präsentieren. Der Teppich. Cool. Wie Reicht hast du jetzt den nicht jetzt gemacht? ganz. Mit Wolle? Ja, Und dann du hast. quasi wie Platten nehmen dann die Wolle? Hast du schwarze Wolle? Ah, ich hab's schon, ja. So zwei Ja. Wollblöcke nebeneinander direkt. Also haben wir mal Ja. Teppich, ja. Cool. Ich habe jetzt noch so ein schwarzes Teil. Nicht Schwarze Wolle. schlecht. So, ich denke mal, für die erste Folge reicht es doch schon, oder? Ja, denk auch. Also, ihr habt, Oder. glaube ich, genug gesehen jetzt. Ach, guck mal, das passt doch sogar hier so schön der Sonnenuntergang, richtig romantisch. Ja. Ja, also ihr habt das Gemeinschaftsding gesehen, wir haben ein bisschen gemeint eben unter der Mine und der Pol hat wieder seinen coolen Kürbiskopf auf und wir haben Richtig. erzählt, dass auf jeden Fall in den nächsten Folgen wir jeweils unser eigenes Häuschen bauen werden. Da könnt ihr euch dann entscheiden, wem ihr dann beim Häuslebauen zuguckt.
Genau, Pole macht noch ein bisschen das Licht aus, das macht man natürlich, wenn man geht. Und Ja. von meiner Seite aus würde ich einfach sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und ja, dann, ja, wie gesagt, von meiner Seite macht's mal gut. Und ich denke mal, der Pole hat jetzt sich auch noch was zu sagen, sich zu verabschieden. Und ja, Genau, ciao. mein Standardspruch. Haut rein, Leute, aber nicht zu fest. Sonnenuntergang passt perfekt. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Pole spielt mit seinen Freunden. Let's play with friends. Alle.